Also der 2. September. Hier von halber Höhe unterhalb der Altstadt von Perugia. Die hat etwa 150.000 Einwohner. Hier sieht man in das umbrische Tal Richtung Assisi. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Hier ist die Stadt sozusagen auf dem Berg gebaut. Aber die Situation ist folgende. Es gibt hier eine Rocca Paolina. Das ist quasi eine Unterhöhlung des Berges, eine Stadt in dem Fels, auf dem die Altstadt ist. Und diese Rocca Paolina wurde vom Papst Paul III., also immer Stadtstaat Kaiser und Kirchenstaat, katholische Kirche, Vatikan, im Konflikt, und Perugia ist immer hin und her gezwungen worden. Diese unterirdische Stadt wurde zugeschüttet, und ich komme jetzt hier zu einer Scala Mobile, einer Rolltreppe, und die führt in den Untergrund. Und während dieser Untergrundbesichtigung hier geht Rolltreppe hoch, ich bin jetzt zu Fuß gegangen. Also Umbrien, Perugia und währenddessen erzähle ich was vom Barcamp der Piraten in Essen an diesem Wochenende. Die Piratenpartei hatte eingeladen zu einem sogenannten Barcamp. Wie immer ist das für alle offen, teilzunehmen. Es haben insgesamt angeblich nach Medienbekundung 140 von angeblich über 30.000 Piraten. Ja. Hier geht es jetzt rein. Folgendes. Vor 20 Jahren, also 1983, war die Freilegung dieser vom Papst zugeschütteten Höhlen unterirdische Stadt soweit fertig, und dann hat man hier eine neue Erschließung der ehemaligen vollgestopften Automobilstadt Perugia als Stadt ausprobiert. Und zwar, dieser Untergrund ist zugänglich gemacht worden durch Scala Mobile, das sind Rolltreppen. Ich gehe jetzt hier mal lang und überlasse dem freundlichen Betrachter hier dieses Hell-Dunkel, habe keine extra Beleuchtung, versuche mich an mein Mikrofon zu halten hier. Also, die Piraten haben sich in Essen getroffen, es sind 140, das ist ja wirklich keine Parteitagsvollversammlung, aber jeweils, das sind wir bereits, immer abhängig von der Zeit, die man dafür braucht, von dem Geld, das man übrig haben muss, um zu reisen und zu übernachten und so weiter. Nicht jeder schläft auf einer Bahnhofsbank mit Campingbeutel. Jedenfalls sollte jetzt vorbereitet werden die Vorgedanken für die Bundestagswahl 2013. Was können die Piraten machen? Und ich möchte jetzt hier von mir aus, der ich mir die Zeit nicht genommen habe, mich in Essen aufzuhalten an diesem Wochenende, sondern lieber meinen eigenen Vorstellungen hier in Italien zu folgen, zu sagen, was ich der Meinung bin, dass wir tun müssen, damit wir sinnvoll auf die Bundestagswahlen 2013 kommen können als Piraten. Alle Vorüberlegungen dabei sind bereits nötig. Dazu gehört, die Piraten werden von den deutschen Medien nicht in einer Kampagne, sondern prinzipiell, man kann so sagen, verarscht. Insofern, dass die Piraten immer zu einem ästhetischen Objekt umgeformt werden und niemals die Medien als Transformations- oder Transmitter der Botschaften, die die Piraten haben mögen, zu dienen. Also die Medien dienen nicht den Piraten, sie dienen sich selbst. Und dieses den Medien dienen mit dem Stichwort Piraten lief bisher immer
über den Einblick in die Bluse von Marina Weißband. Auch jetzt haben Sie wieder gesagt, Marina Weißband sei ja ein Hoffnungsträger der Piraten mit Blick auf die Bundestagswahl. Das ist natürlich völliger Unsinn. Was sollen denn die Piraten mit Studenten im Bundestag? Also die Studenten, wenn sie begabt sind, sollen ordentlich lernen und irgendwann werden sie dann erwachsen sein und dann können sie auch in den Bundestag. Aber hier geht es ja um große Politik, bis hin zu den Niederungen der ganz kleinen Politik und immer ist sehr viel Wissen und Lebenserfahrung nötig. Man muss wissen, was machen eigentlich die anderen Parteien, wie funktionieren die Medien, wie funktioniert Finanzierung und so. Das ist alles etwas, was solche Studenten überhaupt nicht wissen können und auch nicht wissen und es interessiert sie auch nicht. Also, vielleicht gewöhnt man sich jetzt mal hier. Immer will ich mal von den Lampen abgehen. Das sind dann teilweise Funde oder unterirdische. Diese ganze Rocca Paolina ist ausgehöhlter Fels unter der Altstadt von Perugia. Ich versuche mal immer irgendwie Licht im Rücken zu haben, dass man was sehen kann ohne Gegenlicht. Und das ist alles mit Ziegel, gebrannten Ziegel und seltener hier mit Felssteinen gemauert, ausgemauert, einschließlich solcher tragenden Teile hier. Hier ist zum Beispiel ein Gefängnis. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas sehen kann, diese Eisengitter. Also, gut, die Piraten brauchen also Studenten, aber nicht als Abgeordnete im Bundestag. Und wir haben also den ersten Vorschlag aufgegriffen, nämlich wir fummeln nicht mit Liquid Feedback oder Adhocracy oder irgendwelchen E-Mail-Wikis herum, sondern treffen uns konkret, um ganz konkrete erste Entscheidungen, Grundsätze zu klären. Ich sage mal, der erste Grundsatz muss sein, wir brauchen eine Konzeption und wir brauchen Entscheidungen. Entscheidungen sind konkrete Programmpunkte für die zukünftige Politik. Zunächst brauchen wir aber eine große Konzeption, insofern die Piraten nicht mit Programmpunkten kommen können für die Wahl, für die die Piraten hinterher garantiert niemals Mehrheiten haben und diese Programmpunkte dann nur Luft sind und die Piraten nichts machen können. Insofern ist das Entscheidende, dass wir eine Konzeption brauchen. Die Konzeption der Piraten ist liberal, rechtsstaatlich und unter der Überschrift der Kampfparole klar machen zum Ändern. Und klar machen zum Ändern ist nicht irgendwie Revolution, sondern das bedeutet, wir dürfen als Oppositionspartei die herrschenden Verhältnisse, die Blockparteien, die großen Parteien kritisieren, indem sie die Demokratur von Europa bilden, statt eine basisangebundene föderalistische Demokratie auf dem Zettel zu haben. Bei Frau Merkel, unserer Bundeskanzlerin, die ihre Arbeit täglich mit aller Anstrengung und Kraft macht und großer Leistung, fehlt aber leider ein Durchblick für das Konzept des Föderalismus und sie weiß überhaupt nicht, was Liberalismus ist. Bei Frau Merkel ist Liberalismus immer Neoliberalismus, also Haifischkapitalismus, was überhaupt zu unterscheiden wäre. Und das andere ist, bei Frau Merkel ist Politik immer Etatismus, das heißt, der Staat muss sich um ganz viele kostspielige Dinge kümmern, weil der Wähler das verlangt. Das ist eine DDR-Mentalität, die so die Piraten aus meiner Sicht nicht teilen. Also gut, wie kommen wir zu solchen Personen, die einer solchen Piratenpartei-Konzeption überhaupt Wirklichkeit verleihen können und damit nicht bei dem Hauptpunkt der Vorbereitung zur Bundestagswahl. Es geht gar nicht um einzelne Programmpunkte, sondern es geht eben, hier ist also Rocca Paolina. Das ist alles unterirdisch und alles ausgemauert. Und wie gesagt, das war viele Jahrhunderte zugeschüttet. Und ist jetzt öffentlich. Ich habe hier keinen Eintritt bezahlt. Ich bin mit der Rolltreppe hier reingefahren und durchgehe das jetzt eben kurz, während ich die Bundestagsvorbereitung der Piraten nach meinen Vorstellungen hier erkläre. Also, wir brauchen für die Konzeption einer Konzeption und von Entscheidungsprogrammpunkten für die Bundestagswahl die besten Leute. Das heißt, es ist ein elitäres Konzept, es muss ausgewählt werden. Die Frage ist also, wenn wir wissen, wie diese Leute sein sollen, dann der nächste Schritt, wie finden wir die, wie wählen wir die? Das haben die Piraten bis jetzt noch nicht hingekriegt, denn mit einem einfachen Marina Weißband Bildzeitungsprominenten Kick lässt sich für die Piraten nicht die Personalentscheidung optimal treffen und so gut wie möglich soll es ja werden. Also hier Rocca Paolina in
unter Perugia, Perugias Altstadt. Gut, und nun ist dann der nächste Punkt, wenn wir die Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmt haben, gefunden haben, gewählt haben, dann geht es einerseits darum, dass wir einen Wahlkampf haben, der lokalpolitisch, lokalsozial ausgelegt ist. Das heißt wirklich, dass die Piraten dort, wo sie leben, an ihrer lokalen Basis, in Basisbindung selber anfangen, diesen nicht von kostspieligen Agenturen getragenen Wahlkampf zu arbeiten. Wirklich, dass sich jeder einsetzen kann. Und dazu brauchen wir sozusagen dieses Konzept klar machen zum Ändern. Und wir brauchen das Konzept, das auf die Agenda der großen Politik bezogen ist. Das heißt, nicht mit eigenen lustigen Piratenideen, die keiner wählt, sondern mit der konstruktiven Kritik an dem, was die anderen Parteien bis jetzt gemacht haben, dass in dem Moment, wo der neue Bundestag zusammentreten wird, dann die Piraten im Parlament sagen können, dieses ist die Stellung der Piraten zu dem, was im Moment läuft, und hier sind unsere Vorstellungen davon, wie das zukünftig besser mit den Piraten zusammen gemacht werden kann. Das ist also das, was ich mir vorstelle vom Bundestagskonzept. Welche Art von Personen brauchen wir als Kandidaten? Wie finden wir die? Und wie bekommen wir dann für die gesamte politische Agenda echte alternative Argumente? Das heißt, unsere Kandidaten müssen wirklich auf der Höhe sein und sie müssen eine äußerst geschickte Verhaltensweise entwickeln, der internen Kommunikation und des Umganges mit den Medien, Informationspolitik. Freie Informationspolitik und Transparenz ist an eine virtuose Vertraulichkeit und Diskussion gebunden. Ansonsten kommt alleine zur Wirkung die Kontradiktion, die zwischen dem Anspruch Transparenz und Datenschutz, persönliches Diskretionsbegehren, diese Konkurrenz kommt dann zum Tragen und man produziert laufend Widersprüche. So, jetzt komme ich hier oben raus. Das ist hier Perugia Altstadt. Oh, jetzt gehe ich noch ein kleines Stück. Dann komme ich auf die Via Vannucci. Und die Via Vannucci, die läuft direkt auf die San Laurentia hinzu. Laurentio ist der Schutzpatron von Perugia, und Vannucci, Pietro Vannucci, ist der große Meister der umbrischen Malerei, der dann auch deshalb, weil er hier aus Perugia kam, genannt wird Perugino. Und Perugino ist der Maler, der die Renaissance-Landschaften im Hintergrund mit den kleinen Bäumchen erfunden hat, diese Himmel mit Bäumchen, die auch bei Raffaello Sanzio in allen Bildern auftauscht, nämlich Raffaello Sanzio war der Schüler von diesem Perugino, der Namensgeber der Via Vannucci, also Pietro Vannucci genannt Perugino. So, hier blicke ich jetzt auf die untere Altstadt von Perugia und schalte jetzt ab meine Rocca Paolina, freigelegte Stadt, ist einzigartig, nicht zu vergleichen mit den Katakomben in Rom, der ersten Christengrabstätten. Dieses ist hier wirklich etwas, was man nirgends auf der Welt sonst bekommt. Und ich hätte es jetzt fast verpasst, auf dieser doch kurzweiligen Reise. Man muss viele Dinge tatsächlich erlesen und ergehen, beziehungsweise konkret Menschen treffen, die sich gut auskennen und die einem dann sagen, hier kannst du das machen, hier kannst du das hin. Also, da haben wir Vittorio Emanuele, das ist der König von Italien, der bei der Gründung der Republik Italien sozusagen die Obermoderation hatte zur Zeit von Garibaldi und Mazzini und Cavour. Mazzini, Cavour, Garibaldi und Vittorio Emanuele, das sind die großen italienischen Republikaner. Und hier geht es jetzt zurück durch die Rocca Paolina, die Altstadt von Perugia,
mit Rolltreppen statt U-Bahn. So, das gefällt mir gut. Danke für den Aufruf.